So, Brille sauber. Ich habe jetzt hier 40 Gramm Harz plus Härter angemischt. Ich dachte ja, naja, so ein Rumpf wiegt in der Regel um die 40 Gramm. Das ist ja viel zu viel. Ja, das ist so. Aber das, was zu viel ist, presse ich mit dem Ballon nachher raus. Und einen Großteil am Ende verbrauche ich noch für andere Kleinteile, die ich dann zum Schluss nochmal fertige. Es ist nicht so wie hier beim Flächenbau, dass man hier jetzt genau die Harzmengen bestimmen muss, weil das, was zu viel ist, drückt raus. Manch einer sagt, das geht nicht. Das funktioniert. Roll eine Lage ein. Mein Spreadhaugewebe. Lege dann eine Lage undirektionales Gewebe dazwischen. Das ist jetzt hier 80 Gramm. Ihr seht, dass man da nicht viel Rücksicht auf irgendwas nehmen muss. Packt die Lagen aufeinander. So, und schon ist unser erstes Paket fertig. Ich mache mir jetzt hier noch eine Markierung auf die Form, damit ich in etwa den Abschluss nachher finde, wo das Kohlegewebe den Übergang zum Glasgewebe hat. Einmal mit Zebrawischen weg auswischen, um den Staub rauszuholen hier. So, auch hier streiche ich jetzt einfach die Form mit Harz ein. Holen wir mal ein Paket. Mein Gewebepaket. Schneide das vorne bündig. Lege das in die Form ein. Oder auf die Form erstmal drauf. Nun hat manch einer vielleicht schon festgestellt, dass das Spreadhaugewebe immer extrem widerspenstig ist und gerade bei solchen kleinen Durchmessern immer wieder rauskommen möchte aus der Form. Da gibt es eine Abhilfe, eine Heißluftpistole. Reicht schon. Ganz klein bisschen Harz. Und mein Gewebe lässt sich super leicht in meine Form einlegen. So. Ich schneide das bündig. Aufpassen hier. So, haben unsere erste Lage schon drinne.
So, als nächstes hole ich mir mal eben einen Polo-Bobing hier. Das ist ein 6K-Rohwing. Ich habe einfach mal Glück gehabt, dass ich sehr glatte Rohwings bekomme. Die meisten sehen ja so knuddelig aus, aber diese sind wirklich super von der Form her. Kommt in die Flächenauflage jeweils links und rechts zwei Rohwings rein. Und dort eine gewisse Verstärkung einzubauen. Und die ersten Zentimeter hinter der Flächenauflage werden hiermit auch nochmal versteift. So, zwei Stück eingelegt. Da ich den Pinsel eh in der Hand habe, streiche ich gleich den hinteren Rohrbereich nochmal ein. Und bereite jetzt nochmal das Gewebe der anderen Seite vor. So, jetzt legen wir die zweite Seite ein. Auch hier habe ich die beiden Lagen vorbereitet. Hinten noch ein bisschen abtrennen. So, wieder unsere Heißluftpistole. So, hier ist es so, dass ich hier links und rechts einen Überstand lasse. Auch das ist beim normalen Bau ja eigentlich anders, dass man das umschichtig macht, aber da wir hier nachher so eine Rollladentechnik anwenden werden, so wie ihr seht, lässt sich das Gewebe jetzt auch relativ gut einlegen. Dann wird die eine Seite noch mal ein bisschen nachgetrimmt. Nachdrücken hier. Ein bisschen Schleberstand hier. Ein paar Fusseln weg. So, nun seht ihr gleich, warum ich den Sekundenkleber brauche. Also ihr glaubt gar nicht, wie gut Sekundenkleber auf nasser Kohle klebt. Das heißt, ich habe hier in der Form so kleine Punkte drinne, wo ich die Aluminiumplättchen einsetze. Da kommt nachher noch eine Decklage rüber aus den Resten vom Glasgewebe. So, haben wir die Enden schon erledigt. Und jetzt werden wir noch mal ein anderes Glas. So, jetzt machen wir die Glaslagen für vorne fertig.
Ich mache in meine Rümpfe vorne relativ viel Glas rein. Es geht auch mit weniger, aber ich denke, dass die Rümpfe dann nicht so gebrauchsfähig sind. Für als Sportgerät vielleicht zu gebrauchen, aber für den Normalgebrauch. Ich habe jetzt hier drei Lagen 163 Gramm Gewebe drin. Ich schneide das zu. Das ist jetzt kein Abfall, was ich hier schneide, sondern das Stück brauche ich noch für die andere Seite gleich. Die Form einmal einstreichen, Folie abziehen. Gewebe einlegen, andrücken. Überschüssige Harz rausnehmen. Und wieder besäumen. Die erste Seite schon fertig. Ich hetze heute so ein bisschen durchs Programm, nicht dass es nachher langweilig wird. Hier den vorderen Bereich mit Harz. So, jetzt werde ich hier nochmal, wer jetzt mitgezählt hat, da sind schon drei Lagen drin, kommen natürlich auf diese Seite auch. Plus. Nochmal drei Lagen in der Schnauze oder zwei. Macht summa summarum irgendwo knapp 800 Gramm Glas allein in der Oberschale. Warum hast du da jetzt vorne noch Verstärkung rein? Weil wenn Norbert einen Einschlag hat, dass er im Winter auch senkrecht im Boden stecken bleiben kann. Okay, das Foto zeige ich. Das Foto zeigt Norbert euch mal. Also, Flügel kaputt, Rumpf hat gewonnen. So, die andere Seite kommt hier oben rein. Das liegt aber an meiner Form, weil hier sonst immer so viele Luftbläschen entstehen. Also der Rumpfübergang hier. Das vordere Stück hat den Vorteil, weil nachher die, ihr seht das nachher, das wird hier vorne so doppelt nochmal überlappt. Dann ist hier vorne nämlich schon Glas drin, das ist eigentlich der Hauptgrund, dass sich das einfach besser miteinander verbindet. So, achso, halt. Den Rest verwenden wir hier nochmal. Das heißt, hier brauchen wir nur zwei Lagen. Die kommen über die Schraubbefestigung. Hier sieht man das zweite Paket, auch wieder die Folie ziehe ich hier an. Lege ich hier ein. So, lass jetzt hier vorne ein Stück überstehen, dass wir nachher quasi reinklappen.